bin auf die Steuerung der Panzer gespannt. Wird wahrscheinlich nicht schön. Keine Sequenz mehr, nix mehr. Mach dich auf was gefasst, Zauberin! Ich glaube, die Musik. Oh, die Musik hört sich so viel besser an. Ne? Ich habe das alte gehasst. Die alte Musik. Das klingt sehr viel besser. So, da haben wir die lustigen Panzer. Ah ne, das sind nur diese Drehdinger. Hab ich sie? Ja, ich habe sie getroffen. Das ist schön. Okay, habe ich glaube ich schon wieder getroffen. Ah, da ist so ein Ding. Ah. Also es ließ sich auf jeden Fall besser steuern als... Was ist das denn? Als das Ding in der spukenden Gruft. Na. Ah. Furze. Oh, ein Hühnchen. Vor allem Hühnchen. Wie das ein Hühnchen ist. So. Oh, da war ich dann doch etwas zu... Es war so klar. Nimm es doch, Sparks. Noch eins, das ist gut. Oh, Sparks. Richtige Missgeburt, ey. Okay, das war, glaube ich, ganz gut. Aha. Hast du gedacht, ich würde da reinlaufen, ne? Boah, ey. Oh, ist das schon die Untertasse? Nice. Was ist denn hier mit der Steuerung los, ey? Ich habe ja das UFO eigentlich am liebsten gehabt, weil ich sie damit am besten kaputt kriegen konnte. Aber hier ist das UFO irgendwie mega scheiße. Was war das denn, ey? Und es war auch im Original nicht so, dass sie dann auf einen zugerannt kam, sondern ist dann immer direkt abgehauen. Die hat einfach ihren Angriff abgebrochen. Und ist abgehauen. Agent 9 kriegt auch nichts geschissen. Holt nur die beschissenste Kacke vom Himmel. Und die Kamera ist hier auch echt gegen mich. Thank you.
Na, nicht getroffen. Naja. So ein bisschen homing ist der Schuss ja auch, ne? Da kommt das nächste Geschoss. Ach komm, ey. Weil hier da oben sind so viele Schäfchen, ne? Und der schießt das runter. Das ist der Wahnsinn. Ja, toll. Warum kann man denn da nicht drüber springen, bitte? Steuerung ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich muss jetzt erstmal hier Sparks wieder aufladen. Weil sonst gibt das hier nichts. Und bitte kein UFO runterholen. Das ist ein UFO. Na, wenigstens mal ein Treffer. Was ist das? Was ist das für eine Kamera? Bitte. Und dann das... Wie kann man das denn steuern, Mann? Das geht... Es ist der reinste Müll. Wie kann man sowas nur so verkacken, ne? Das UFO war die geilste Waffe hier in dem Kampf. Und die Steuerung ist einfach so verkorkst, ne? Und die Kamera und... Es wäre mal ganz nice, wenn du mir so ein Schäfchen... Dankeschön. Was ist das? Das ist so schlecht, ne? Ich bin noch mal gespannt, ob dann nur noch UFOs kommen. Oder ob sie da wenigstens dran gedacht haben, dass am Ende alles random runterfällt. Dieses ewige Warten.
Okay, da ist wieder ein Gerät. Warum? Ich hätte gern ein Schäfchen, das wäre ganz nett. Kriege ich aber nicht, ich kriege ein scheiß UFO. Wo ist sie? Da. Diese Steuerung, ne? Und sagt mir bitte, dass ihr die auch so grottig findet. Das ist der Wahnsinn, ey. So eine Scheiße. Froh, wenn der Kampf rum ist, ne? So, ich brauche ein Schäfchen. Natürlich kommen die Sachen nicht random. Es kommen nur noch UFOs. Das ist so ein Scheiß, ne? George. Spyro, du hast eine Zauberin besiegt, Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten befreit. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein schöner Urlaub am Drachenufer? Hm? Du bist manchmal echt ein Komiker, Bentley. Ich muss erstmal die restlichen Dracheneier finden. Und Jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden. Also muss ich sehen, ob er im Schlamassel steckt. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Hä? Ich? Oh, nein, nein. Aber wenn ich ihm über den Weg laufe, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Das ist echt komisch, Spyro. Avalars Portale sollten mich in die Drachenwelten bringen, aber ich bin hier gelandet. Vielleicht sind meine Koordinaten veraltet. Ja, um 1000 Jahre. Das würde erklären, warum das Buch so billig war. Da du jetzt mit Weltretten wieder fertig bist, kommst du und besuchst mich mal in Avalar? Klar, Laura. Aber erst suche ich die restlichen Eier und, tja, Jäger ist wieder verschwunden. Sagtest du? Jäger? Tja, ich hab gesehen, wie er fortgeschlichen ist mit... Agent 9, ist das nicht ein Rhinox da hinten im Gebüsch? Ein Rhinox? Puh, den schnapp ich mir. Du legst dich mit mir an, Rhinoxchen. Dann setz es was. Komm schon, verstecken gilt nicht. Ich bin sicher, Jäger ist in guten Händen. Ich meine, er taucht auch sicher bald wieder auf. Versprich, dass du bald nach Avalar kommst, okay? Hä?
Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Elch nicht ärgern? Das war Billys Idee, Hem. Ja, ja. Ist das wahr, Billy? Einen Moment, Billy. Spyro, schön, dich zu sehen. Hi, Sheila. Ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Sorry, Spyro. Ich habe Jäger versprochen, nicht zu sagen, wo sie sind. Sie? Von mir hast du nichts erfahren. Oh nein, oh nein, 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 nein. Das ist traurig, Sparks. Ein weiterer edler Krieger ist der Liebe zum Opfer gefallen. Schau einfach weg. Tja, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier selber finden. Na los, Sparrow. Mach eine Pause. Sieh dir die Show an. Okay, das überspringen wir wieder. Werde ich dann zum Ende hin nochmal laufen lassen. Ich fand das Ende von der Königin irgendwie komisch, irgendwie so unfertig. Also hat Musik gefehlt irgendwie. Also sie ist halt da reingefallen und dann haben wir das Ei, glaube ich, gekriegt. Und dann irgendwie war da ein ganz merkwürdiger Schnitt, wo man dann gesehen hat, wie die Hand so aus der Lava wieder rausgekommen ist. Das war im Original irgendwie besser gemacht. Das sah irgendwie so aus, als ob das nicht dahin gehört in dem Teil. ja. Wir dürfen dann jetzt noch das Sparks-Level machen, genau. Und da, worauf ich mich am meisten freue. Hallo. Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck nicht so überrascht. Ich habe ein Drachenei gefunden und werde es in Avalar für ein Vermögen verkaufen. Wieso siehst du mich so an? Ich muss jetzt los. Tschüss. Oh, Geld zurück. Das ist so ein tolles Gefühl, ne? So viel Asche von uns gekriegt. Der Penner. Fehlen anscheinend jetzt noch, also 15.000. Mist! Doppelmist! Mist, 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 Mist! Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Es reicht, ich gebe auf. Ich setze mich in den spukenden Sümpfen zur Ruhe und dichte Haikus. L. Ich fand den Trophäennamen sehr geil. Das war irgendwie 8000 Gründe zum Zutreten. Gut, ein Ei fehlt uns noch und das werden wir hier oben bekommen. Bei Sparks. Kurz bevor du der Zauberin in ihren hässlichen Riesenhintern getreten hast, hat sie eine Fabrik für Roboterkäfer gebaut. Sie sollen gegen Sparks kämpfen, aber sie haben wohl keine Chance. Ja. Wüt, wüt. Was ist da los? Ganz viele Sachen sind los. Mhm.
So, mal sehen, ob wir das hier hinkriegen. Also hiermit habe ich auf jeden Fall schon mal meine Probleme. Meiner. So. Jetzt können wir hier richtig anfangen. Käfer sehen ja interessant aus. Erstmal diese hier kaputt machen, dann können wir uns um den Schlüsselkäfer kümmern. Meiner. Habe ich die Grünen hier vorne eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Mein Auge juckt. Alles juckt. So. Oh, oh, oh. Direkt einen gekriegt da. Du kriegst jetzt auch erstmal aufs Maul. Achso, das ist nur scheiß Schild. So, das wäre schon mal Lob. Was ist das für ein... Warum bewegt er sich so kacke? Okay, das wäre das. Kann wir noch... Achso, wir haben doch einen Schlüssel. Wo kommt der denn jetzt her? Kommen wir jetzt hier hin? Ja, das war ja mal easy peasy. Okay, das war gut. Das war auch gut. Den heben wir uns auf. Versuchen jedenfalls, uns den aufzuheben. So, haben wir hier jetzt noch ein paar Edelsteine rumliegen. Ja, einen. Mein Schlüssel. Okay. Aber das sieht hier sehr aufgeräumt aus. Das heißt, wir können hier unten weitermachen. Ach, scheiße, direkt wieder einen weggekriegt. Und nochmal. War ja klar. War ja klar. Das ist schon die Endrunde. Wir müssen erstmal hier unten lang. Hm? Was ist das für eine? Okay, das war Energie. Hm. Oh, meine Fresse, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, schön verkokelt übrigens. Wie soll ich das denn machen? Das ist ja voll scheiße. Also den einen lasse ich mir auf jeden Fall da. Den einen Energieschmetterling. Oh, Entschuldigung. Ich bin gegen das Mikrofon gekommen.
So, jetzt habe ich zwar ziemlich aufs Maul gekriegt. Aber das ist okay. Es ist nicht so schlimm, wie es aussah. So. Wunderbar. Schön. Halbe Energie. Schön zum Boss. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ohne irgendwas Specialiges. Der Wahnsinn. Oh. Ich will erstmal den einen hier kaputt kriegen. Ach, scheiße, ey. Damit ich mich halt nur immer auf einen konzentrieren muss. Ja, ist klar. Was ist das denn für ein Respawn-Punkt? Ja, genau. Schieß einfach zweimal hintereinander. Was ist das denn für ein Scheiß hier? So. Hurensohn, ey. Ich habe den im Original eigentlich ganz gerne gemacht. Hier ist ja irgendwie scheiße. Annabelle, Käferkrise. Haben wir alle Edelsteine? Tatsächlich. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wir da eine Nachricht für bekommen haben, dass wir alle Edelsteine haben. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, ne? Oder? Oh. Sollten eigentlich alles haben, soweit. Keine Nachricht, nichts. Na gut. Dann geh mal halt hinten hin. Wir dürfen auf jeden Fall rein in die Superbonusrunde. Gut. Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal sehr viele Edelsteine. Müssen wir dann eigentlich nochmal die Zauberin besiegen? Weiß gar nicht. Also ob es dann nochmal so ein extra anderes Ende gibt. Jäger war etwas in Sorge, als du losgezogen bist, um dich mit der Zauberin anzulegen. Aber ich wusste, du besiegst sie. An diesem Ort hat die Zauberin ihre Schätze aufbewahrt. Aber nachdem sie besiegt war, haben Diebe die Schätze gestohlen. Wenn du die Diebe fangen kannst, kannst du die Schätze gerne behalten. Oh, übrigens, Jäger ist auch hier irgendwo. Er hat den ganzen Tag an einem neuen Spielzeug gebastelt und will es jetzt vorführen. Geh und such ihn. Mhm.
War Jäger vorher auch schon hier? Ich weiß das gar nicht.